eigentlich, wir hatten schon eine Session, das knacke her, aber Professor Beachy, die Rechte von der Palooka-Schule, und ich habe gedacht, wir brauchen eigentlich ein sehr besonderes Weihnachten-Nussknacker. Etwas für Kinder und mit Kinder und auch mit der Kampfszene zwischen den Soldaten und den Mäuse und ein ganz großer Kerstbaum. Diese typische Weihnachten-Geschichte. Und dann aber haben wir gehabt diese Idee für einen Nussknacker. Seit 3 oder 4 Jahren waren wir im Gespräch, weil das ist ein Stück, was ist wirklich geeignet für Studierenden und Company und eine Weihnachtentradition. Und dann haben wir gedacht, dass es wirklich perfekt ist, wir könnten einen Nussknacker machen, wirklich gebaut mit der Dresden-Tradition, mit dem Striezelmarkt und die Dekor und alles. Das ist wie ein Prozess, das war keine Ding oder Entscheidungen machen wir einen Nussknacker. Das ist Teil von, was wir gerne machen wollen, zusammen mit der Schule und der Company und mit Dresden. Auch das Wichtige für mich ist persönlich, ich liebe Tanz, das heißt klassische und zeitgenössische, aber Nussknacker, wir haben gedacht, das muss klassische sein. Traditional, klassische, aber auch mit einer frischen, neuen Luft. Und ich habe probiert, mit Choreografie etwas anders zu machen. Manchmal auch die Studierenden, weil sie sind so jung, manchmal sie geht absolut los ohne Angst. Ja, machen wir so, probieren wir, buff. Das manchmal, das kann verloren sein später, wenn du bist ein bisschen ein Profi mit, ja okay, noch ein Nussknacker. Und so, wir sind auf dem Such, dass die Prozesse wirklich sehr präsent und dass jeden, was sie bringt auf die Bühne, ist, was sie hat selbst kreiert und gemacht. So, das ist eine ganz andere, hoffentlich eine ganz andere Ehrlichkeit und Lebendigkeit, das wir sehen. Ich sehe dieses Projekt als eine große pädagogische Forderung für die Studierenden. Weil natürlich, ich kenne besser unsere Studierenden, was sie machen können und wo sie sind. Und Aaron besser seine Companies. Okay, das ist wirklich der Moment für die Studierenden, für die Companies. So, wir haben das zusammen mit Stefan Ulrich, unserer Dramaturg, wirklich eine Struktur gemacht. Und dann haben wir wirklich eine Woche benutzt, die erste Ferienwoche von den Herbstferien. Und das war die Woche, bringen wir alle die Stück von der Puzzle zusammen und hoffentlich das passt. Und das hat gut geklappt. So, ich bin auch gespannt zu sehen, wie das geht's weiter. Man muss auch in unserer Oper hier in Dresden, der Semperoper, ein enormes Spektrum von Repertoire schauen. Wir müssen eigentlich alle die klassischen Stücke haben hier, weil die Leute hier haben eine Geschichte mit klassischer, mit Oper, mit Eleganz, mit Glanz in a way. Das ist eine perfekte Oper für klassische Ballett.